Vom 30. August bis zum 3. September fand in diesem Jahr erstmals das Festival im historischen Schlossgarten in Dieburg statt. Über die Entstehung und Ziele des diesjährigen Festes berichtet uns der Inhaber der Showmakers, Harry Hegenbart. Ja, es war ein Wunsch der Stadt, ein neues Konzept zu entwickeln für das ehemalige Schlossgartenfest, was es hier gab. Und haben uns dann diesen Schlossgarten angeschaut und haben gesehen, wie schön das eigentlich hier ist und dass das wunderbar hier reinpasst. Und dann haben die ersten Gespräche stattgefunden und ja, dann konnten wir uns einigen und jetzt sind wir hier. Zuvor wurde nach der Vorstellung der Showmakers und ihrem Konzept in der Stadtverordnetenversammlung ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 50.000 Euro genehmigt. Der Zuschuss ist deswegen nötig, weil wir hier ein Eintritt-frei-Konstrukt haben. Das heißt, für die 5 Tage, wo wir über 30 Programmpunkte haben, viele Mitmachaktionen haben, die ganze Illumination, die ganze Infrastruktur, die hier ist, das kostet alles Geld. Und ja, mit diesem freien Charakter schafft man das nicht, nur durch Getränkeinnahmen reinzuholen. Wir reden hier knapp von der 6-stelligen Summe, die wir hier ausgeben. Und deswegen brauchen wir jetzt erstmal den Zuschuss. Aber wie gesagt, auf lange Sicht glauben wir, dass man mit so einem Festival auch gut Sponsoren gewinnen kann. Und dann hoffen wir, dass der Zuschuss einer Stadt dann deutlich geringer wird. Aber gerade am Anfang, jetzt ist es ja zum ersten Mal, ist es schwer. Es braucht immer so 2-3 Jahre, bis sich so ein Festival etabliert, bis die Bürgerinnen und Bürger verstanden haben, was wir so machen und was das ist, wie das funktioniert. Die Organisatoren haben sich vor allem eins als Ziel gesetzt, das Festival so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns sehr. Ich habe auch 3 Söhne und frage mich seit Jahren, was wir so machen. Müssen wir wahllos Strom rausballern, Müll produzieren, sollen alle mit dem Auto kommen? Ich finde, man sollte ein bisschen umdenken, nicht unbedingt mit dem hohen Zeigefinger und Leuten alles verbieten, sondern man muss einfach Akzente schaffen, die genauso begeistern, aber vielleicht auch weniger Strom produzieren oder weniger Müll. Und das ist das, was wir seit einigen Jahren versuchen. Also wir haben zum Beispiel früher für all unsere Festivals etwa 100.000 bis 150.000 60-seitige Magazine gedruckt. Ja, das ist sehr viel. Jetzt haben wir eine App gemacht und sagen, das läuft jetzt digital. Wir zeigen auch hier das Programm auf Tafeln, wo wir es immer draufschreiben oder über die Homepage. Und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Jetzt haben wir da schon mal was eingespart. Wir haben einen Großteil der Illumination ist solarbetrieben. Diese hunderten Lampenjungs hier in den Bäumen laden sich jetzt gerade durch die Dieburger Sonne auf, springen abends an, machen einen wunderschönen Effekt. Wir haben hinten auf unseren Kühlwegen haben wir alles mit Solarpanels, womit wir stärkere Akkulampen aufladen tagsüber und damit abends die Springbrunnen hier illuminieren und auch andere Spots. Großen Fahrradparkplatz, der abends auch überwacht ist von Security. Das heißt, wenn jemand mit seinem E-Bike kommt, anstatt jetzt mit dem Auto, braucht er keine Angst haben, dass das Fahrrad geklaut wird. Für Verpflegung sorgten regionale Aussteller wie das Kaffeeäffchen, The Garden und Star Waffles. Also ich bin zum ersten Mal in diesem Jahr hier. Ich finde das Ambiente hier hervorragend. Es ist wunderschön hier in diesem Park. Das Fest wird super angenommen. Die Menschen hier sind prima, super nett und das Wetter passt auch. Die Spielangebote für Kinder wurden, passend zum Thema Nachhaltigkeit, alle ohne Strom betrieben. Wir kamen eben gerade erst, die Kids spielen ein bisschen, der Kleine schläft noch. Ich finde es total chillig, relaxed, zwanglos, locker, cool. Auch für die Erwachsenen gab es Live-Musik von vielen KünstlerInnen und Bands. Ich würde mich sehr freuen, wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet. Tatsächlich das Besonderste ist für mich diese Location hier, der Schlossgarten. Ich war noch nie hier vorher und das ist einfach mega schön, weitläufig, grün, für alle irgendwie was dabei. Nach diesen erfolgreichen 5 Tagen hoffen die BesucherInnen natürlich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.
Da müssen wir noch einfach reden mit der Stadt. Wir arbeiten aber super gut hier mit der Stadt zusammen und all die Menschen, die hier sich mit eingebracht haben. Also da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, dieses Gelände ist wunderschön. Es ist eines der schönsten Gelände, die wir von all unseren Festivals bespielen. Wir sehen hier sehr, sehr viel Potenzial und haben auf jeden Fall ein Interesse, eine neue Marke hier für die Region aufzubauen und wollen einfach ein schönes Fest für alle gestalten. Und es soll einfach ein Teil von Dieburg und den Dieburgerinnen werden. Bist du zwischen 16 und 27 Jahre und möchtest für unsere Junior-Redaktion auch coole Videos vor und hinter der Kamera gestalten? Dann melde dich für einen Erstkontakt bei unserer Redaktion. Wir freuen uns auf dich.